So, hallöchen, meine Lieben, wir sind da. Ich gucke jetzt mal, ob alles so klappt und funkt. Hallo. Moment. Nicht, dass hier irgendwas zu laut ist. So, ich schalte auch einmal um. Will hier auch was sehen. So, sehr schön. Ein herzliches Willkommen auf jeden Fall schon mal an die ganzen Leute, die da sind. Das freut mich wirklich sehr. Wie ihr sehen könnt, haben wir, ja, oder auch wie ihr hören könnt, haben wir hier zwei Gäste. Einmal die Rocker, die kennen ja viele von euch. Und natürlich Einstein ist auch da, die das Lied Hallo. Hier gesungen hat. Genau. Hallo. So, gut. Wenn jetzt irgendwas zu laut, zu leise sein sollte, könnt ihr ja gerne Musik runter. Musik ist zu laut, kriege ich gerade von mir hören. Moment. Nicht mal so, du bringst mich völlig aus dem Konzept hier. Ja, ich muss ja gucken, passt jetzt besser. Nein. Okay, Stefan, nicht alles gut. So, nein, man muss uns ja hören, ne? Gut. So, genau, kleine Vorstellungsrunde am Anfang jetzt erstmal. Und zwar, ich würde sagen, wir fangen einfach mit dir Rocker an, weil bei dir ist nicht viel. Entschuldigung. Ja, was soll man dazu sagen? Einige kennen mich. Ich bin Ami Sidekick, Turke vom Dienst, unfähig zu allem und ich sitze hier und bin am Dampfen. Am Dampfen? Ja. Ja, viel ist ja wirklich nicht, ne? Also viele kennen dich ja auch. Genau, da kommt schon Rocker. Genau, Einstein, erzähl mal ein bisschen was über dich. Du bist ja die also, Queen. Oh. Ja, also ich bin, also mein Name auf YouTube ist Einstein Grooving und ich mache seit einigen Jahren Coverversionen von hauptsächlich Anime und Game Songs und ja, und du hast mich eben jetzt vor, eigentlich wann war das? Vor ein paar Tagen war das schon. Das war vor ein paar Tagen erst. Ja, gefragt, ob ich nicht Lust habe, den Song zu singen und da ich echt gerade Zeit dafür hatte, habe ich dann gesagt, ja klar. Weil ich spiele auch selber World of Warcraft gerne und ja, es hat sich gerade sehr gut ergeben und ja. Ja, ganz schön. Oberflächlich. Das war wirklich, das war ganz überraschend. Du sagst, ja, ich spiele ja auch WoW, das passt dann und wo. Ich so, warte, cool, das ist ja, das war richtig klasse, ey. Genau, und ich hatte ja vorhin schon gefragt, du spielst ja Horde. Ja. Ja, für die Horde. Was spielst du denn da genau? Also mein Main ist eine Jägerin, eine Blutelfe. Und ja, da bin ich jetzt gerade ein bisschen hinterher, weil ich habe angefangen, einen Dämonenjäger zu spielen, als Legion rauskam. Und meine Jägerin wurde ein bisschen links liegen gelassen und jetzt bin ich gerade dabei, die ein bisschen aufzuholen. Schöne Furke. Und wie findest du jetzt Legion? Also mir gefällt es gut, ich bin gerade ein bisschen überfordert von allem, was neu ist, weil ich habe das Gefühl, es gibt so viel zu tun und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll so richtig. Also jetzt mal ja die Quests, aber dann auch hier diesen Erfolg und jenen Erfolg und ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Cool. Überlege ich gerade. Genau, das können wir ja noch nicht verraten. Dann verraten wir den Song. Mist, frage ich dann später. Okay. Genau. Nee, ansonsten. Ja. Warum mal gerade? Das ist schwer, ne, mit dem Song. Ja, man kann es halt wenig sagen, weil dann ja, ist halt direkt gleich der Inhalt raus. Das ist richtig. Verdammt. Als wenn man zu viel getrunken hat. Das ist genauso. So, ja, ich lese mal gerade den Chat nicht wundern. Wie sehe ich jetzt auf Twitch den Chat, den ich sehe gerade nur dein Video, aber den Chat sehe ich irgendwie nicht. Den Chat siehst du nicht? Ja, du hast Vollbild an. Nee. Oben ich sehe schon im Bild, sehe ich den Chat, aber nicht, ist schon auf der Seite, wo man auch so reinschreiben kann.
Oben hast du an einer Ecke zwei Pfeile. Kann es vielleicht, dass du den weggemacht hast, den Chat? Oh, ja. Ah, okay, gut. Ah, super. Okay. Man merkt, ich bin nicht so viel auf Fisch. Okay, alles klar. Alles gut. Ist kein Ding. Hi Daniel und hey Aminitra. Kenne dich von YouTube. Du machst echt super Guides für WoW. Ja, danke schön. Und willkommen natürlich. Auch natürlich willkommen an alle anderen jetzt, die dazugekommen sind, die neuen. Ich verstehe die beiden nicht so gut. Okay. What? Moment. Aber Rocker musst du doch verstehen. Ja, mein YouTube ist voll aktuell. Ich habe vor 2 Jahren aufgehört. Oh. Ja, das ist so mehr oder weniger auch zwangsläufig. Ich würde ja gerne, aber das ist kompliziert hier. Vielleicht sollte ich mal ein Infovideo machen, warum. Aber Einstein, du hast auch jetzt erst seit einiger Zeit wieder richtig angefangen, ne? Ja, ich habe ziemlich lange jetzt, war jetzt ein bisschen Pause, weil ich hatte echt keine Zeit, so von Arbeit her und überhaupt. Und jetzt langsam geht's wieder. Und ja, fange ich wieder. Und vor allem, ich habe jetzt auch, ich bin ja bei einer Plattenfirma in Japan und ich habe für die viel aufgenommen und hatte da nicht so viel Zeit für meine eigenen Sachen. Aber jetzt habe ich da so eine gute Balance gefunden. Ja, schön. Hast du denn eigentlich auch so Lieblingsanimes? Ich war ja auch früher mega Anime-Fan. Ich bin zwar jetzt auch noch ein Anime-Fan, aber es hat bei mir sehr, sehr nachgelassen, sagen wir es mal so. Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr so aktiv wie früher. Also ich lese jetzt eigentlich mehr Manga, als dass ich Anime gucke, weil ich mag gern immer das Aktuellste haben und nicht immer warten müssen, bis jetzt, oh, nächste Staffel, dann kommt die endlich, und 100 Jahre und dann habe ich schon wieder drauf vergessen. Und Manga ist halt doch, da ist eigentlich entweder wöchentlich oder monatlich ein neues Chapter oder sie sind eh schon fertig und das finde ich eigentlich angenehmer. Und ja. Okay. Deswegen, ja. Und mein Lieblingsanime, also ist jetzt eins von vielen, aber Cowboy Bebop ist eigentlich so eins meiner All-Time-Favorites. Also auch wegen der Musik von Yoko Kanno. Ah ja, da hast du recht, das ist echt schön, ja, das stimmt. Das habe ich aber auch schön. Also da passt einfach alles. Musik, Story, Charaktere, da ist alles cool. Hi Bonsai, hallöchen, guten Abend. Medi! Ein Medi. Ja, schön. Okay. Aber auf Spotify habe ich dich gefunden, ne? Ich? Ja. Ja, ich bin auf Spotify. Das sind eben diese japanischen Sachen, die ich mit der japanischen Plattenfirma aufgenommen habe. Die sind auf Spotify und auf iTunes und das ganze Zeug. Ja, das ist ein Abo als Motivation. Oh, da fühle ich mich wieder so bedrängt. Ein bisschen. Genau, das wollte ich sowieso mal machen. Die Channels stehen zwar da auch auf dem Bild, aber die wollte ich sowieso auch nochmal in den Chat posten. Kann ich derweil schon mal machen. So. Das ist Sinn der Sache. Ja, damals hat mich schon Ami dazu geprügelt, sonst hätte ich das ja sowieso gar nicht gemacht. Ich hätte mich gar nicht getraut, meine Weisheiten da irgendwie rauszuhauen. Ich bin ja noch nicht gerade so der Ich-weiß-alles-Gamer. Ich bin ja dann eher so die verpeilt irgendwelchen Stuss baut. Ja, ich auch. Ich renn manchmal verzweifelt eine Stunde im Kreis und bringe dann zustande, weil ich die Quest nicht richtig gelesen habe oder so. Ja, das können wir auch gut. Das haben wir schon im Stream gebracht. Haben wir uns eine Stunde oder so, haben wir uns bestimmt in dieser Start- Anfangshöhle da in Teldrassil verlaufen. Wir kamen nicht mehr da raus. Das stimmt, ja. Das weiß ich auch noch. Oh, das war der Knaller. Und wir hatten ja so eine Begleiterin dabei, ne? Man hat ja so eine Questbegleiterin. Ja. Und Ami war noch die Schärfste. Die stand dann, hat ihre Begleiterin angeguckt und dachte, das wäre ich. Und hat dann mit ihr geredet. Die sah aber auch so gleich aus wie du, aber hallo. Nee, überhaupt nicht. Ich hatte lila Haare. Ich sah aus wie mein erster Schurke damals. Und die hatte türkise Haare, die sah ganz anders aus. Naja. Ja, da steht sie vor mir und sagt eiskalt so, wie siehst du eigentlich aus, Sammer? So, ne? Wieso? Oh. Ich drehe mich um und sehe das vom Weiten, wie die da steht und mit dem NPC spricht. Ja. Mensch, lass mich doch.
Man könnte mal ein Noob-Stream machen. Ja, das wäre doch was. Wenn jemand lachen möchte. So. Selbstmord vom Kippenspringen und solche Sachen kann ich nicht. Auf jeden Fall nicht wundern. Ich hatte vorhin schon gesehen, da hatte jemand versucht, seine Stream-Werbung, Stream-Werbung, ja. Stream-Währung. Hallöchen. abzurufen, aber der Bot, der spackt richtig rum. Also, der hat richtig Probleme. Mal gucken, dass jetzt bald wieder das wieder geht. Oh, danke schön für den Host. Vielen, vielen Dank. Dann kommen hier deine ganzen Zuschauer auf jeden Fall jetzt gerade richtig. Ein herzlich willkommen auf jeden Fall. Kevin Saus, genau. Super. Gut, meine Lieben. Ich würde sagen, wir machen die Songpremiere. Na klar, darf ich doch nicht verpassen hier. Das war der Plan. Ja, schön. Wir machen jetzt die Songpremiere. Nicht wundern oder... Also ich stelle uns hier natürlich jetzt gleich hier auf aus. Aus. Auf euch, hier nichts ist. Und... So, Musik machen wir auch natürlich aus. So. Sammel nicht, mach Mucke. Sammel nicht, mach Mucke. Ich geb dir gleich, ja. So. Gut, also meine Lieben, jetzt hört ihr den neuen Song, den wir halt in Zusammenarbeit mit der Einstein gemacht haben und wünsche euch natürlich viel, viel Spaß. Dorthin seh zum Horizont. Ich spür dieses Fernweh, kann es einfach nicht verstehen. Ich wär gern die perfekte Königin, doch stirbt mein Volk langsam. Wie soll es nur weitergehen? Ich kenn jeden Weg, jedes Grab mal hier. Jeder Schritt von mir führt mich wieder her. Doch ich kann nicht fort, nicht zu jenem Ort, der die Seele. Das Leben verlor, schiebt ein Klang, er ruft mich. Wo ist die Zeit? Jetzt lebe ich in Leid. Wenn die Verlassenen sich mit mir dann verbünden, es kommt die Zeit. Ich geh voran und seh den Feind, die Geißel kommt. Zurück nach meinen Wäldern, quer verlass meine Heimat. Mein Leben war einst perfekt. Stolz diene ich nun der Horde. Der Pakt für uns war unentbehrlich. Finde ich den Platz für mich? Geh stolz voran und ich mach uns stark. Tu alles für mein Volk, was ich machen kann. Die Macht der Walküre ist unser Ziel. Für die Unsterblichkeit. Die Invasion der Dämonen.
ist vorbei, es endet. Voldemort besiegt, die Legion bekriegt. Die Verluste sind groß, die Trauer tief, wir kämpfen. Seid bereit, Azeroth wird niemals untergehen. Das Leben verlor, schickt ein Klang, der ruft dich. Wo ist die Zeit? Es lebe ich in Leid. So, da sind wir wieder. Juhu! Juhu! Geil. So. So, kleinen Moment. So. Gut, jetzt müsst ihr uns auf jeden Fall alle wieder hören. Tschüss. Ich bin ein Helene Fan. Nein. Nein. So, schönes Video, Rocker. Doch, ich liebe den Fan. Nee, nee, nee. Sehr nice. Applaus. Super. Schon wieder, die Musik ist wieder zu laut. Ja, meine Richtung ist es auch nicht. Also, ne? Das wissen ja einige, ich komme vom Hardrock weg, aber ich weiß nicht, wenn man da selbst irgendwie an irgendwas so ein bisschen beteiligt ist, dann ist es auch wieder ein bisschen was anderes. Ja, das sieht man das irgendwie lockerer. Also ich höre sowieso, ich höre ja eigentlich sämtliche Richtungen. Also ich finde es bei mir auf dem Rechner ja alles, von Kimber der weiße Löwe bis Slayer. Das Hauptsache, es ist gut gemacht. Es war ja auch wieder genau das gleiche wie bei Artenus eigentlich gewesen. Ich hatte das Lied so gehört und dann dachte ich mir so, ja! Das passt. Und dann habe ich auch gleich irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe gleich an Sylvanas gedacht. Und, ja. Ich wusste auf jeden Fall, dass es mal was komplett anderes ist. Dass es mal sehr spezifisch ist. Das letzte Lied war ja so an die Allgemeinheit gerichtet und an einen Addon gerichtet. Und diesmal war es halt wirklich an eine Person gerichtet nur, ne? Und natürlich auch an eine Seite. Aber, ich finde es, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit. Und es muss ja nicht heißen, dass vielleicht irgendwann noch mal ein Allianzlied kommt. Die Stimme ist mega. Ja, ist sie auch. Also ich habe auch gleich an sie gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, das hat voll zu ihr gepasst. Und ich hatte auch schon bei ihr auf ihrem Kanal gesehen, dass sie sowieso auch schon zu diesem Film Covers gemacht hatte. Wegen, ich weiß nicht warum, ich hatte sie auf jeden Fall gleich im Kopf. Ja, das stimmt. Da gab es eigentlich gar nicht große Diskussion irgendwie. Nö. Sie war schon festgelegt auf dich, also ja. Kann ich bestätigen. Ich mag keine Helena oder sowas, aber ich finde es trotzdem cool, was ihr drei da auf die Beine gestellt habt. Dankeschön. Über Jane? Sie hat recht, ich stehe schon auf Helena. Ja. Wenn sie nicht singt, finde ich schon sexy. Jaina ist auch noch bei mir so im Kopf hinten drin gewesen. Vielleicht kommt er auch irgendwas für die Allianz machen. Wir gucken mal. Ja, wir könnten auch bei Jaina eigentlich so ein Cover machen. Kennt einer noch von Sodom? Das ist so übelster Trash-Metal, so ausgebombt. Es wird passen. Oh, böse Falle. Als nächstes in Rocker. Nee. Ausgebombt. Nee, da müssten wir schon Richtung AC/DC gehen. Dann geht's.
Genau. Fangen wir jetzt mal die kleine Fragerunde an. Wenn ihr, meine lieben Zuschauer, irgendeine Frage habt, gerne raus damit. Wir beantworten euch soweit eigentlich alles. Fast alles. meine Frage auf jeden Fall mal, das interessiert mich auch persönlich. Einstein, gab es irgendwelche Stellen im Lied, wo du Schwierigkeiten hattest, das zu singen, aufgrund unseres Textes oder so? Es sind die Stellen, die ich ja dann ein bisschen abgeändert habe. Ach so. Das waren eigentlich die, wo eigentlich irgendwie es rhythmisch nicht ganz gepasst hat vielleicht. Was war denn das? Oder wo es einfach vom Sprechfluss ein bisschen komisch war. Das merkt man dann erst, wenn man es richtig singt, und dann merkt man, wenn man stolpert über die Worte, dann muss man irgendwas ändern, weil das klingt dann so gehaspelt und dann klingt das nicht mehr schön. Und da habe ich habe ja nicht viel geändert, so ein Zwischenwort mal weggelassen oder dazu hinzugefügt. Ja, genau. Und ja, das war es eigentlich, ja. Aber das ist, ja, das ist einfach manchmal, merkt man dann erst, wenn man so richtig versucht zu singen, dann... Ja, was ich zum Beispiel was ich auf jeden Fall toll fand, dass das geklappt hat mit der Königin. Weil wir hatten erst eigentlich vor, da Fürsten hinzupacken. Mhm. Aber, weil wir dachten, das passt vielleicht besser, aber dass du dann halt auch das mit der Königin reingenommen hast, das ist richtig geil. Also ich finde, das passt besser auf jeden Fall. Ja, das ging auch rhythmisch dann gut. Und ja. Den Rhythmus habe ich mich ein bisschen bemüht, das war vorher noch viel, viel schlimmer. Rocker, sag mal, was hast du denn so für eine Lieblingsstelle im Lied? Die komplette zweite Strophe eigentlich. Also ja, dieses Quälzer, lass meine Heimat, und dass sie dann auch dieses Elfische so ein bisschen mit reingebracht hat im Background. Ja. Die zweite Strophe ist einfach der absolute Knaller. Ich das gehört habe, ich dachte, wow. Ich habe auch Gänsehaut gekriegt, das erste Mal gehört. Und ich habe nur eine Demo erstmal gekriegt, ne? Also, das war schon geil. Ich muss sagen, ich finde eigentlich die Stelle gut, wo sie sagt, dass sie sich mit den Verlassenen sich so verbündet. Das finde ich irgendwie so, das macht sie so irgendwie stark. Ich weiß nicht, ich finde das schön. Rocker fand das Solo top. Solo? Muss ich gerade auch überlegen. Da steht auch die Frage, wie kam es zu dem Kontakt? Ah, danke schön. Also das habe ich nämlich auch gerade gelesen. Wie kam es zum Kontakt? Also hatte ich vorhin schon so ein bisschen erzählt. Ich habe das Lied wieder gehört, hatte wieder Peng eine Idee gehabt. Gleich, wie gesagt, an Silvanas gedacht. Und auch gleich wirklich, ich habe überlegt, wer könnte es singen? Und ich wollte aber auch nicht wieder die gleiche Sängerin, ich wollte auch mal wen anders wieder haben. Und da habe ich auch wirklich gleich an Einstein gedacht, weil ich von ihr auch schon wusste, dass sie zu diesem Film, ne, von dem Film, wo das Lied herkommt, Cover gemacht hatte. Und ich fand von Anfang an, ihre Stimme hat einfach dazu gepasst. Das war einfach passend. Und dann habe ich sie einfach angeschrieben und gehofft, dass sie mir antwortet. Und das hat sie auch sehr, sehr schnell gemacht, muss ich sagen. Das ging generell sehr schnell, ne? Bei Atemlos haben wir irgendwie so 3 Wochen, hat es bestimmt gedauert, ehe das mal irgendwie so ein bisschen anlief. Das stimmt, ja. Atemlos hat länger gedauert, ja. Nee, das ging alles so fix. Bitte? Es hat auch gerade gepasst, irgendwie. Ich hatte Zeit und ich hatte auch gerade hier voll Lust drauf und ja. Nee, schön. Was ich noch für eine Frage habe, auf jeden Fall, eigentlich an euch beide. Könnt ihr euch denn beide nochmal vorstellen, ein zweites Lied zu machen? Ja, klar. Immer. Ich ja sowieso. Ne, da müsste man natürlich nur wieder gucken, zu was und zu wem. Auf jeden Fall, wie gesagt, diesmal natürlich ein sehr personenbezogenes Lied, ne? Aber ich finde, das hat einfach super gepasst. Kannte zum Beispiel Einstein auch, Ja, ich kenne WoW und ich spiele WoW. Und ja, ich kenne auch Silvanas. Also es war jetzt nichts Unbekanntes. Ja.
Das wusste ich natürlich vorher nicht. Das war natürlich noch besser, noch schöner. Sie konnte sich natürlich mit der ganzen Materie irgendwie so auseinandersetzen auch. Das ist super. Ja, das war dann irgendwie für mich auch irgendwie eine Motivation, ein bisschen. Ja. Auch so schnell zu machen, weil das ist, glaube ich, deswegen habe ich auch so ein bisschen das Elfische eingebaut. Ja, das ist schon auf jeden Fall. Ich möchte eh auch mal den Song singen von Sylvanas, Land of the High Bone. Das Ding ist so genial. Das ist, ne? Ja, ja, da fühle ich mal aus. Auf jeden Fall. Das hörst du ja bei den Blutelfen die ganze Zeit im Hintergrund. Ich habe gerade wieder eine Hexenmeisterin angefangen und es dudelt die ganze Zeit im Hintergrund. Ich hatte es ganz verdrängt, wie oft das gespielt wird. Hey, so schön. Also ansonsten habt ihr vielleicht irgendwelche noch Fragen, ihr beiden? Oder wie gesagt, auch an die Zuschauer nochmal. Den ganzen Stream, den könnt ihr euch auch nochmal dann, ich denke mal, übermorgen oder so werde ich es auch nochmal auf YouTube hochladen. Dann könnt ihr euch das auch nochmal ansehen. Ich habe jetzt nicht so wirklich Fragen an dich, jedenfalls ich, weil, was soll ich dich fragen? Wann das nächste Song-Attentat kommt, fragst du mich eh nicht. Sagst du hier bei Fuß, wir machen jetzt. Und dann bin ich ja meistens da. Also, ich nicht gerade Ess und Schlaf. Ich überlege gerade, wie lange haben wir nochmal für den Text gebraucht? Eigentlich schon einen halben Tag, ne? Ein paar Stunden auf jeden Fall. Wir haben irgendwann vormittags angefangen, waren nachmittags dann fertig. Das kommt hin. Das kommt hin. Stellst du das Lied als DRL bereit mit dem Abspann hinten? Nein. Also ja, nein. Also ohne Abspann. Also kann ich gerne machen, das hatte ich noch nicht gemacht, dass man es auch hier runterladen kann. Aber kann ich gerne noch bei YouTube in der Videobeschreibung werde ich es dann reinpacken. Aber ist eine gute Idee. Ja, was mich interessieren würde, an auch die Zuschauer, so was für Art von Songs und auch vom Thema her, was interessant wäre, so aus WoW, für ein Lied. Ja, da gibt es ja eigentlich wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, ne? Ja, eben. Ich glaube, jeder hat so seine Favoriten und ich glaube, es ist dann auch ein bisschen schwierig, irgendwie was eine Entscheidung zu treffen. Ja, diesmal, wie jetzt vorhin noch jemand schrieb, es ist sehr hornlastig diesmal. Ja, stimmt. Ne? Ja, da müsste man nächstes Mal wirklich was für die Allianz machen. Finde ich auch. Ja, oder wenn das nächste Addon kommt, dann kommt sicher von Jesse wieder so eine Idee, wo es beide Seiten betrifft. Vielleicht Addon bezogen, wie es atemlos war. Oder Addon bezogen, genau. Ja. Ah ja, stimmt, ja. Genau, das könnte man vielleicht auch sonst machen, genau. Wobei, da war der Song besser als das Addon. Ja, aber hallo, ey. Das Addon, das war ja mal grausam, ey. Yeah. Nee, das können wir. Entweder wirklich mal was Allianzbezogenes oder dann halt aufs ich kann schon nicht mehr reden, aufs Addon bezogene. Ne, müssen wir dann wirklich schauen. Das Lied muss halt auch einfach passen, ne? Das muss passen. Ja. Und ja. Hauptsache nieder mit der Horde. Was? Oh. Ballade über Terramor. Ja, das würde ja dann halt zu Jaina passen, ne? Wäre so Jaina-Ding. Was macht ihr eigentlich? Von der hört man ja gar nichts mehr im Spiel. Stimmt. Keine Ahnung. Das war Terramor. Ich hab doch gesagt, Ozzy Osbourne, thanks God for the bomb. Das wär's doch mal. Wir waren da schon, aber dann eher die gepeinigte Trals Gefangenschaft, ein Addon, am liebsten was Rockiges, was wegknallt. Ja, Rockig wäre auch mal interessant. Das stimmt. Ja. Jetzt haben wir ja eher doch so ein bisschen was Sanfteres, Leiseres. Hey, ich mag Jaina. Ich habe damals selbst vor ihr gestanden, gequestet, so mit Level 30. Aber wann war man in Terramor? Ich weiß es nicht mehr. Da war ich nur Allianz. Ja. Ich mag sie. So, gut, meine Lieben. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal soweit. Wenn keine weiteren Fragen sind. Dann könnt ihr weiter trinken. Prost, Jeannie! Wie gesagt, den Stream hier könnt ihr euch auch nochmal anschauen auf YouTube, das werde ich hochladen. Und natürlich, der Song sollte mittlerweile auch online gegangen sein auf dem Kanal, da könnt ihr euch das auch nochmal anhören. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall an euch beide.
dass ihr da wart, ja, besonders Einstein, dass es geklappt hat auch, super, klasse. Ja, danke auch. Und ja, dann bis zum nächsten Song, würde ich was sagen. Danke und ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Abend. Ja, ebenfalls. Ciao, ciao. Tschüss.